Deutschland 1989. Statt friedlichem Mauerfall und Wiedervereinigung hätte das damals ganz anders ausgehen können. Wie genau, das erleben wir gerade im Echtzeitstrategiespiel Regiments. Denn hier kocht der Kalte Krieg mächtig über, der Warschauer Pakt prallt auf deutschem Boden auf die NATO. Falls euch das Setting bekannt vorkommt, der Steel Division-Nachfolger Warno von Eugene Systems spielt aktuell ebenfalls Ende der 80er, doch Regiments marschiert einen anderen Weg. Es ist kleiner, zugänglicher, weniger hektisch und komplett auf Singleplayer fokussiert, hat also keinen Multiplayer-Modus. Regiments ist schon deswegen einfacher zu handhaben, weil ihr nicht jedes Fahrzeug einzeln kommandiert, sondern immer die ganze Gruppe oder den ganzen Zug. Das erfordert schon mal weniger Micromanagement, zumal es weniger Befehle gibt. Die wichtigen sind trotzdem dabei, zum Beispiel ausrichten oder rückwärts fahren. Beides ist ja entscheidend, um dem Feind die dickere Frontpanzerung hinzuhalten. Falls es mal brenzlig wird, drücken wir zweimal die Taste Q und schon zünden unsere Abrams-Panzer ihre Nebelwerfer und ziehen sich rückwärts automatisch zum vorgegebenen Rückzugsort zurück. Dort laden sie auch automatisch nach und ersetzen eventuelle Verluste. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped. Die Experten für Männerpflege liefern euch mit dem Performance Package 4.0 das Komplettpaket aus Rasierer, Nasenhaartrimmer und Bodypflege mit beruhigender Aloe Vera Wirkung. Der wasserdichte Lawnmower 4.0 sorgt mit SkinSafe-Technologie für die richtige Sommertrimmung und unterstützt euch sogar mit integrierter Beleuchtung bei der Rasur. Außerdem gibt's neben dem Weed Whacker Ohren- und Nasenhaartrimmer und den Support-Produkten für Pflege und Duft auch noch reibungsmindernde Boxershorts und einen praktischen Kulturbeutel als Geschenk dazu. Die Lieferung ist natürlich kostenlos und mit dem Codewort GAMESTAR gibt's bei der Bestellung nochmal 20% Rabatt obendrauf. Wenn Infanterie länger irgendwo herumsteht, gräbt sie sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch ein, darum müsst ihr euch also nicht kümmern. Allerdings kleben Infanteristen arg dicht an ihren Schützenpanzern oder Mannschaftstransportwagen, statt sich weiträumiger zu verteilen. Dadurch sind sie vor allem durch Artillerie verwundbar. Zum Thema Artillerie kommen wir gleich noch ausführlich. Wie bei Warno könnt ihr in Regiments Befehle per Shift-Taste miteinander verketten, auch das praktische Sichtlinien-Overlay ist ähnlich. Ihr müsst auch nicht selbst die Waffen wechseln, das macht Regiments je nach Entfernung automatisch. Unsere beiden Hind-Kampfhubschrauber setzen neben ihren Vierling-MGs auch Luftbodenraketen ein, sobald sie deren Mindestreichweite erreicht haben. Überhaupt sind die Raketen eine der großen Stärken im Spiel, es ist immer wieder spannend zu beobachten, ob so ein Flugkörper sein Ziel erwischt. Übrigens könnt ihr auch eure Hubschrauber per doppelter Q-Taste aus der Gefahrenzone ziehen, sie werfen dann ihre Täuschkörper ab und tauchen rückwärts weg. Elegant und praktisch ist auch diese Funktion hier. Wenn ihr auf eine Einheit heranzoomt, folgt die Kamera ihr automatisch ohne weiteren Tastendruck. Dadurch ist das Rein- und Rauszoomen intuitiv und fluffig. Kein neues Feature für Wargame-Kenner, aber trotzdem gut. Und wer öfter mal vor lauter Bäumen keinen Panzer sieht, freut sich über diese praktische Funktion. Störendes Blattwerk bekommt automatisch eine Art transparentes Fenster, sodass ihr freie Sicht auf die Einheiten habt. Fahrzeuge nehmen beim Durchqueren von Wäldern auch keinen Schaden, sondern werden schlicht langsamer. Dafür ist die Deckung hier besser und Wald ist super für Hinterhalte. Im Vergleich zu Warno kommandiert ihr in Regiments auch weniger Verbände, viel mehr als ein Dutzend werden es nie. In Regiments gibt's als Spielmodi zum einen 3 Skirmish-Varianten sowie 8 Operationen, die aus aufeinanderfolgenden Einzelgefechten bestehen und durch kleine Story-Elemente miteinander verbunden sind. Das Spiel ist allerdings weit entfernt von der cineastischen Erzählung eines World in Conflict. Ein Gefecht dauert hier übrigens meist 20, 30 oder 40 Minuten und ihr könnt erst danach speichern. Das Dorf Bischof Roda hier gibt's übrigens wirklich, es liegt in Thüringen und hat rund 700 Einwohner. Aber was sind denn eigentlich unsere Ziele? Grundsätzlich spielt sich Regiments meist, salopp gesprochen, wie ein Capture the Flag. Wir erobern vorgegebene Zielgebiete und kassieren dafür Siegpunkte, die wir in den Operationen in den Ausbau unseres Regiments stecken. Zu diesem Thema kommen wir nachher auch noch. Diese Zielzonen verschieben sich während einer Skirmish-Partie außerdem gelegentlich, sodass ihr ständig auf dem Sprung seid, das sorgt für extra Dynamik. Je nach Mission und Zusammenstellung eures Regiments könnt ihr auch auf Off-Map-Artillerie und Luftunterstützung zurückgreifen.
Hier werfen zum Beispiel zwei Su-17 Napalm auf das Industriegebiet und zwingen dadurch drei verschanzte Spähpanzer zur Flucht, die prompt in unsere Raketen fahren. Solche Luftangriffe sind zwar mächtig, laden sich aber nur langsam wieder auf. Außerdem können die Flieger von der Luftabwehr vom Himmel geholt werden. Achtet hier mal auf den Jagdbomber oben links, der trotz abgeworfener Düppelstreifen von einer Rakete erwischt wird. Dadurch verlängert sich der Napalm-Cooldown extrem, das seht ihr am Button ganz links unten. Wenn ihr einen Luftschlag befehlen wollt, zeigt euch der Zielmarker aber netterweise an, wie stark die Luftabwehr hier ist, vorausgesetzt ihr habt sie vorher ausgekundschaftet. Die Off-Map-Flugzeuge und Geschütze haben außerdem eine gewisse Vorlaufzeit, bei diesem Angriff mit Zugmunition zum Beispiel 15 Sekunden. Bei beweglichen Zielen müsst ihr also vorhalten. Hier haben wir Glück, der Gegner bleibt genau im Zielgebiet stehen. Die Off-Map-Artillerie verschießt übrigens auch Rauchgranaten, damit ihr unter der Deckung einer Nebelwand über offenes Gelände vorrücken könnt. Die Nebelgranaten helfen auch bei einem Rückzug oder um Gegner zu trennen, aber wir haben sie meistens zum Vorrücken genutzt. Und was ist das Gegenteil einer Nebelwand? Richtig, die Gefechtsfeldbeleuchtung. Die können wir ebenfalls per Off-Map-Artillerie anfordern. Die herabschwebenden Leuchtkörper sorgen nicht nur für bessere Sicht auf feindliche Stellungen, sondern auch für zusätzliche Atmosphäre im Spiel bei Nacht. Bei Artillerieunterstützung müsst ihr allerdings auch auf Friendly Fire achten, denn bei manchen Operationen sind auch zahlreiche verbündete KI-Einheiten unterwegs. Wenn ihr dann Feuer auf eine Feindstellung legt, auf die gerade euer Verbündeter zurollt, können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Und das solltet ihr natürlich vermeiden, allein schon deswegen, weil die KI-Verbündeten gute Arbeit leisten und deshalb eine echte Hilfe statt nur schmückendes Kanonenfutter sind. Jenseits der großen Effektgewitter wie Artillerie und Napalm gibt es aber auch Details zu sehen. Achtet hier mal auf die Panzerfahrzeuge rechts an der Straße, die von rechts beschossen werden. Auf dem Asphalt prallen Fehlschüsse realistisch ab. Wer zu Wehrdienstzeiten mal bei einem Nachtschießen mit Leuchtspurmunition dabei war, der weiß, wie stark Geschosse oft von Beton oder Steinen abgelenkt werden. Manchmal könnt ihr feindliche Artillerie auf der Karte orten und dann mit eigenen Geschützen oder Off-Map-Feuer belegen. Ob ihr blind ins Blaue getroffen habt, verrät euch dann eine aufsteigende Punktzahl. Darum ist es auch eine ziemlich doofe Idee, seine eigene Artillerie zu dicht am Feind und auf offenem Gelände zu parken. Die Strafe folgt hier auf dem Fuß. Grafisch punktet Regiments vor allem mit seinen detaillierten Fahrzeugmodellen. Hier haben wir mal die Zeitlupe angeworfen, um einige KI-Verbündete zu begutachten. T-55 Panzer und Mannschaftstransportwagen der NVA inklusive abgesessener Schützen. Vor allem die Fahrzeuge sehen aus der Nähe klasse aus, nur die Infanterie wirkt etwas hölzern. Bei Warnow sehen die Einheiten und Landschaften noch eine Ecke hübscher aus, aber für so eine kleine Produktion kann sich Regiments wirklich sehen lassen. Übrigens könnt ihr das Spiel auch ganz pausieren und trotzdem noch Befehle geben oder die Kameraposition ändern, um euch alle Details anzuschauen. Schneller abspielen geht übrigens auch. In der Zeitlupe könnt ihr sogar die Napalmbehälter sehen, die gerade von zwei Alpha-Jets ausgeklinkt wurden. Die Feuereffekte, Raketenschweife und Täuschkörper sehen klasse aus. Gebäude, zivile Fahrzeuge und andere Objekte sind allerdings unkaputtbar. Insgesamt ist die Topografie sogar bei heftigem Beschuss unbeeindruckt, nicht einmal die Bäume schwanken hier in den Druckwellen. Dafür sind wiederum die Mündungsfeuer, Rückstoßeffekte und Treffergrafiken an Militärfahrzeugen ordentlich, bis hin zum abgesprengten Turm, der noch hügelabwärts kullert. Auch die Hubschrauber sind schön detailliert. Bei diesen beiden Heinz erkennt ihr sogar Einschusslöcher, die Haifischbemalung und im Tandemcockpit den Bordschützen vor dem Piloten. Und weil wir die beiden Mi-24 gerade mit Vulcan-Flakpanzern bedrohen, werfen sie ihre Täuschkörper ab und ziehen sich elegant zurück. In den 8 aufeinander aufbauenden Operationen verteilt ihr nach jeder Gefechtsphase eure Operationspunkte. Die bekommt ihr ja für erreichte Ziele wie besetzte Zonen, abgewehrte Angriffe oder das gezielte Ausschalten von bestimmten Einheiten. Die Punkte könnt ihr vielfältig investieren. Zum Beispiel in eine zusätzliche Kampfgruppe, mit der ihr Schwerpunkte setzt. Hier haben wir die Wahl zwischen einem Spähpanzer Lux plus Lars Mehrfachraketenwerfer, einem Marder Schützenpanzer plus Pioniertrupp oder als dritte Variante eine Gruppe Leo 1 Panzer plus Kampfhubschrauber Doppelpack. Diese Gruppen lassen sich auch später noch aufwerten.
Als zweite Möglichkeit könnt ihr eure Operationspunkte in generelle Boni investieren, etwas schnelleres Nachladen und Reparieren in den Rückzugszonen oder ein kürzerer Cooldown für Off-Map-Artillerie und Luftangriffe. Als drittes könnt ihr mit euren Operationspunkten erlittene Verluste ersetzen. In den Gefechten selbst solltet ihr die stark angeschlagenen Einheiten übrigens möglichst in eine Startzone zurückziehen, wo sie automatisch aufgefüllt werden. Denn wenn ein Trupp ganz aufgerieben wird, verliert er seine Erfahrung und erfahrene Einheiten schießen zum Beispiel genauer. Die Kampagne mit den 8 Operationen beginnt im Sommer 1989 in der DDR. Hier führt ihr euren NVA-Regiment gegen rebellische Einheiten in den eigenen Reihen. Doch der Aufstand eskaliert, plötzlich hagelt es ballistische Raketen, kommen Chemiewaffen zum Einsatz. In der zweiten Operation greift die Bundeswehr an der innerdeutschen Grenze ein und ihr sollt zum Beispiel Störsender ausschalten und einen Bahnhof sichern und anschließend verteidigen. Auch beim Erobern von Zielgebieten sind eure KI-Verbündeten eine echte Hilfe. Hier rücken sie mit 2 Einheiten vor, obwohl der grüne Rauch die chemische Bedrohung sichtbar macht. Vor einem Einsatz müsst ihr noch einen Bonus oder Malus wählen, zum Beispiel eine zusätzliche Off-Map-Option, mit der ihr Sperrfeuer legen oder ein Gebiet aufklären könnt. Als Malus gibt solche Nickeligkeiten wie langsameres Auffrischen, ein Flugverbot oder weniger Kampfgruppen gleichzeitig auf dem Schlachtfeld. Auch sowas sorgt für viel Abwechslung. Recht spartanisch sind allerdings die Story-Elemente, die bestehen lediglich aus Bildchen und ein bisschen Text, der zudem nicht sonderlich gut geschrieben ist. Sehr umfangreich sind dafür eure Setup-Möglichkeiten für die Einzelgefechte. Die gibt's in 3 Spielmodi, nämlich Capture the Flag, Angriff und das Bergen und Verteidigen von Ausrüstung. Satte 19 Karten stehen dafür parat, ihr könnt die Tageszeit und Wetterverhältnisse festlegen. Ein paar Beispiele mit Nachtgefechten habt ihr ja schon gesehen. Bei der Wahl eures Regiments könnt ihr pro Seite auf rund ein Dutzend zugreifen. Ich nehme hier mal die Kampfgruppe Grün, denn die gehört zum 2. Korps und da war ich 1987 und 88 selbst. Nämlich bei der Topografiebatterie 800 im schönen Münster. Damals habe ich einige der Einheiten im Spiel auch live erlebt. Regiments ist aber auch deswegen so einsteigerfreundlich, weil es echt viel und gut erklärt. Dieses Ingame-Lexikon namens Regipedia erläutert unter anderem die NATO-Symbole und Icons, taktische Begriffe und die gut durchdachten Einheiten-Icons im Spiel. Auch die über 100 Fahrzeuge, Infanterieeinheiten und Flieger sind hier detailliert aufgeführt, lassen sich drehen und zoomen. Links seht ihr, was allein schon die Bundeswehr alles auffährt. Dazu kommen die Einheiten des Warschauer Pakts und der Sowjetunion, der USA, Englands und, ja, Belgiens. Weitere Länder sollen folgen. Und hier ein paar Beispiele von NVA-Einheiten, die ihr ja ebenfalls kommandieren könnt. Darunter den Vierlings-Flakpanzer Schilka, den Schützenpanzer BMP-1 mit abgesessenen Fahrgästen sowie den Panzerjäger mit Konkursraketen. Auf der rechten Seite findet ihr immer die technischen Daten bis hin zur Bewaffnung, oben drüber noch die Einsatzmöglichkeiten und ein mehr oder weniger gelungenes Zitat aus der Truppe. In Regiments ist der Kampf verbundener Waffen entscheidend, also das Zusammenspiel der verschiedenen Truppengattungen. Allein und ohne Spähpanzeraufklärung geraten wir schnell in einen Hinterhalt und die eben noch ruhige Szene wird zum Abwehrfeuerwerk. Unterstützung durch Off-Map-Geschütze und durch eure eigene Artillerie auf dem Feld ist ebenfalls wichtig. Mörser wie der M106 der Bundeswehr oder hier der Sani der NVA feuern selbstständig auf Ziele, ihr könnt sie aber auch direkt kommandieren. Selbst wenn ihr damit keinen Panzer knackt, unterdrückt ihr den Gegner und lasst ihn schlechter zielen. Aber bleibt dabei möglichst in Deckung und sicherer Entfernung. Denn sonst passiert sowas hier. Gegen unsere T-72-Panzer haben die unvorsichtigen Mörser natürlich keine Chance und werden schnell aufgerieben. Die Gegner-KI macht meist gute Arbeit. Wenn es zu brenzlig wird oder bei starken Verlusten, zieht sich auch ein verschanzter Trupp zurück, verstärkt sich hinter den Linien wieder und schlägt woanders zu. Ihr solltet also niemanden entkommen lassen. Unser KI-Verbündeter fordert ebenfalls Luftunterstützung an und zieht vorher seine Einheiten aus dem Zielgebiet. Hier hagelt es gleich Clusterbomben. Und wenn unsere KI-Kumpel ein Gebiet erobert haben und wir in der Nähe stehen, ziehen sie weiter zum nächsten Kampfgebiet, statt tatenlos herumzulungern. Unser Testfazit? Regiments ist zwar viel zugänglicher, entspannter und einsteigerfreundlicher als zum Beispiel Warno, aber beileibe kein Casual-Strategiespiel. Ihr kommandiert zwar überschaubar wenige Trupps und müsst euch nicht um jedes einzelne Fahrzeug kümmern. Trotzdem sind wichtige taktische Elemente wie Aufklärung, Deckung, überschlagendes Vorgehen und vor allem der Kampf mit verbundenen Waffen entscheidend.
Dem Gegner in die Flanke fallen oder ins Kreuzfeuer zu nehmen ist ebenso wichtig und uns gefällt die gute KI, die eben nicht stur durchhält, sondern sich auch elegant zurückzieht, wenn es eng wird. Auch die spannenden Raketenduelle zwischen Jagdpanzern, Hubschraubern und abgesessener Infanterie sind immer wieder ein Grund zum Mitfiebern. Für gerade mal 25 Euro, also ohne aktuelle irgendwelche Rabatte, ist Regiments damit eine gute Wahl, wenn euch Micromanagement und Multiplayer nicht so wichtig sind und ihr Wert auf Zugänglichkeit und gute Singleplayer-Modi legt.